Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz kurzen Folge Mein Test. Und zwar, wie ihr vielleicht schon im Namen des Titels sehen könnt, ich mache mich mal hier wieder richtig. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Elefant, es tut mir wirklich unendlich leid, aber ich habe eine TravelNet-Box von dir zerstört. Und zwar, Moment, ich habe es aufgeschrieben. Ich werde dir Teleportrechte geben, dass du dich da direkt hinporten kannst und dann erkläre ich dir kurz, wenn wir denn da sind, was ich getan habe. Tut mir wirklich. Es tut mir so leid, ganz ehrlich, aber ich konnte da nichts für. Wir gucken erstmal so. Teleport. Das rote da ist, weil ich den Server runtergefahren habe und neu gestartet habe. So, wo wollen wir denn hin? 7, ich habe es extra aufgeschrieben, ne? 7, 46. Kommt dann ein Komma und direkt minus, alter Schwede, war es ganz schön tief. 1053 und 284. Wenn du dir das nicht merken kannst, kurz Pause drücken in dem Video und dann hast du es, ne? Da teleportiere ich mich jetzt mal hin und dann zeige ich dir, was passiert ist. Und zwar, ja, ich stehe genau da. Hier stand deine TravelNet-Box und von da oben hat ein Dungeon Master auf mich runtergeschossen und hat das Ding kaputt gekloppt. So leid es mir tut. Ich habe jetzt dir ein bisschen Entschädigung reingelegt. Ich lege dir auch noch das Kristallschwert da rein. Tut mir leid. Ja, was soll ich sagen? Der hat mich angegriffen und hat direkt das Ding hier weggebombt. Jetzt mag ich hier keine neue hinstellen, weil das ist dann ja meine TravelNet-Box. Die ist dann in deinem Netzwerk nicht eingebunden. Deswegen habe ich als Entschädigung hier eine neue reingepackt. Ich glaube, ich verschwinde mal. Ich höre nämlich schon wieder irgendwas trappeln. Ach, wir können auch hier hoch, ne? Ja, wie gesagt, die Box ist zerstört. Habt ihr eine neue hingebaut? Tut mir wirklich tut mir unendlich leid. Und er stand halt, ich bin aus dieser Travelnet-Box raus und der stand genau vor mir und hat das Ding weggebombt. Was hätte ich dagegen tun sollen? Doof gelaufen. Ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen umgucken, was du so treibst. Da schießt schon wieder irgendwas. Ich hoffe, er hat nicht diese blöde Kiste jetzt zerstört. Ansonsten melde ich mal bei mir, dann stelle ich dir noch eine hin. Ja, gefährliches Pflaster da unten. Ich habe schon weitestgehend ausgeleuchtet, aber irgendwie spawnen da immer noch an jeder Ecke irgendwelche Scheißviecher. Gut, es ist wie es ist. Es tut mir unendlich leid. Wie gesagt, ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen umgucken. Ich wollte deine Box bestimmt nicht kaputt schreddern. Ersatz ist vorhanden. Tut mir wirklich so leid, ne? Ja, aber das Arschloch stand da halt und hat einfach direkt das Ding, die TravelNet-Box getroffen. Das tut mir leid, ja. Ich könnte mich doch einfach nach Hause portieren, ne? Ich wollte doch gar nicht mehr weitermachen. Ich wollte ja nur sagen, was passiert ist und wo Ersatz steht. Bla 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 bla. Was habe ich hier alles für Müll bei mir? Ich wollte doch keine Ahnung, was ich überhaupt machen wollte. Ich habe schon wieder vergessen. Ich porte mich jetzt mal kurz nach Hause. So, da bin ich und es ist unendlich laut hier auf dem Kopfhörer. Ich hoffe, das ist im Video besser. Ja, wie gesagt, tut mir aufrichtig leid. Und ich habe mir Pinguine aus dem Eisbiom geholt gehabt und hier reingestellt. Und die verschwinden komischerweise immer, ne? Also weiß ich nicht, woran das liegt. So, tut mir leid. Ich war ein bisschen erkältet und bin es eigentlich immer noch so ein bisschen. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr. Ja, keine Ahnung, wie die Viecher hier rauskommen, ist mir ein Rätsel. Ist jedenfalls schon mein dritter Versuch, irgendwie hier einen Pinguin einzusperren. Geht irgendwie nicht. Ja. Serveradresse packe ich auch noch in die Videobeschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Irgendwie so. So, gib mal her. Jetzt muss ich mir erstmal ein neues Schwert besorgen. Das war das beste Schwert. Das war ein Kristallschwert, ne? Aber egal. Es tut mir leid, dass ich deine Box zerstört habe. Also zerstört wurde. Also, ich habe sie ja nicht zerstört. Das war der blöde Dungeon Master. Du hast gehört, da rennen genug rum. Wir werden sehen. Also, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und du hast echt so tolle Sachen gebaut. Und dass das mit der Box passiert ist, tut mir echt leid.
Also, bis zum nächsten Mal und dann tschüss.